Ein herzliches Willkommen, lieber Skorpion, zur Taroskoplegung mit Ella. Wir sind im Monat November und damit in deinem Geburtstagsmonat, also zumindest bei den meisten. Ja, das ist eine tiefgründige Zeit, wo man so ein bisschen ja, nach den Hintergründen gräbt, auch seine Schattenseite mal hervorholt und so ein bisschen ergründet. Ne? Das ist so richtig das, wo du so richtig tief eintauchen kannst. Ja, was wir auch haben im November, wir haben Merkur rückläufig bis 20. November und das heißt, die Kommunikation ist eingeschränkt und zwar nicht nur bei dir, bei allen Sternzeichen und das bedeutet halt auch, ja, dass man sehr schnell sehr falsch verstanden wird, verstanden werden kann oder auch selber Dinge falsch versteht. Sei bitte vorsichtig damit, weil das könnte zu Streit führen, der eigentlich nicht notwendig ist. Was Verträge und so betrifft, bitte vorsichtig auch und in Sachen Liebe achtsam sein, was dein Gegenüber betrifft, weil, wie gesagt, man aufpassen muss, wie das verstanden wird. Klärende Gespräche und so weiter lieber im Laufe nach dem 20. 22. November. So, wir haben für dich die Veränderung. Transformation, das ist das Thema in der Beziehung. Bei dir haben wir König der Stäbe, das ist Feuerenergie, das ist auch Leidenschaft natürlich, das ist auch nicht aufgeben und sich nicht abbringen lassen. Bei deinem Gegenüber haben wir den Knabe der Schwerter und das bedeutet Gespräche führen wollen oder Informationen kommen rein. Kann auch bedeuten, dass man eben ja Dinge erfährt oder aber sei vorsichtig mit diesen Informationen oder auch dein Gegenüber. Es könnte sich um Falschmeldungen handeln, weil wir ja, wie gesagt, Merkur rückläufig haben. So, dann haben wir, wie harmoniert ihr? Zwei der Münzen, zweigleisig fahren, also vielleicht auch ja, so ein bisschen vorsichtig sein, ein bisschen ja, auch die Seite des anderen sehen und ja, sich so ein bisschen austarieren. Worauf du achten sollst, ist die Hohepriesterin, Bauchgefühl, Intuition. Das kann auch bedeuten, dass du dir selber vielleicht manchmal so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, auch hinterfragst, ob du jetzt wirklich richtig verstanden hast. Bevor du darüber nachgrübelst, frag nach oder frag dein Gegenüber, ob er oder sie dich richtig verstanden hat. Der Ratschlag in Sachen Liebe für den Monat November ist Stärke. Zeige deine Gefühle, geh auf dein Gegenüber zu, offenbare dich, sei nicht eingesperrt, also zurückgezogen oder zurückhaltend, was Gefühle betrifft, sondern zeige sie. Vier der Kelche ist der Ausgang. Wie gesagt, dadurch, dass Merkur rückläufig ist, kann das mal falsch verstanden werden. Wir haben die Vier der Kelche und das ist so, es ist langweilig oder es ist nicht das, was man wollte, wie auch immer. Wir schauen mal, was haben wir denn noch? Was ist denn, was betrifft denn die Veränderung? Die Neun der Kelche, die Wunscherfüllung. Es geht darum, die Wünsche zu erfüllen, sich gegenseitig zu erfüllen und natürlich da auch selbst eine Veränderung herbeizuführen, indem man ehrlich zu sich selber ist. König der Stäbe ist deine Energie, Feuerenergie. Sieben der Kelche, Möglichkeiten tun sich auf in Sachen Liebe. Wenn du Single bist, ab vor die Tür, da sind ohne Ende Möglichkeiten. Wenn du in einer Partnerschaft bist, kannst du das vertiefen. Wir haben hier auch gerade den Hierophanten bei deinem Gegenüber. Könnte sein, dass sich die Bindung noch verstärkt zu deinem Gegenüber. Sehr schön. Wir haben die zwei der Münzen in Harmonie, wir haben die Heilung und das ist eben der Punkt, wenn man ja so ein bisschen die Perspektive auch sieht seines Gegenübers und dann hat man den Stern und der heilt, weil man sich aufeinander einspielt. Ja, die hohe Priesterin, da ist der König der Stäbe mit hoher Intuition, eben auch liebevoll und auch leidenschaftlich. Natürlich, du bist ja auch leidenschaftlich, durchaus, lieber Skorpion. Und du bist auch tiefgründig, das wissen wir alle. Und wir haben die Stärke, das ist der Ratschlag und das ist die Neun der Stäbe, nicht aufzugeben. Die Dinge, ja, die sind wichtig für dich, nicht klein beizugeben, aber nicht im Sinne von Sturheit, sondern es ist dir wichtig und das sollte auch so rüberkommen, dass es dir wichtig ist. Vier der Kelche, die Liebenden. Vielleicht läuft es nicht immer alles so, wie du dir das vorstellst. Das kann es auch nicht und das wird es bei niemandem immer absolut so verlaufen, wie du dir das vorstellst. Das Wichtigste oder das Beste für dich wäre, es auf sich zukommen zu lassen und so hinzunehmen, wie es kommt, deine Wünsche
Wünsche zu äußern, deinem Gegenüber klarzumachen, was du möchtest, wie du es möchtest, sodass dein Gegenüber weiß, was dir wichtig ist. Wir haben eine schöne Orakelkarte für dich, die da heißt Vergeben und Lernen. Indem du die Vergangenheit loslässt und heilst, erfährst du mehr Liebe im Hier und Jetzt. Ich denke mal, es hat mit der Tiefgründigkeit zu tun, dass man eben aus seinen Fehlern, die man in der Vergangenheit begangen hat, vielleicht gelernt hat, es anders angeht und auch seine eigenen Fehler erkennt im Hier und Jetzt. Also wenn man selbst irgendwas gemacht hat, was nicht so super war. Und das ist okay. Wir machen alle mal was, was nicht super ist. Und das ist vollkommen in Ordnung. Man sollte es halt nur versuchen, da beim nächsten Mal besser zu machen. Und ich denke, die Verbindung zu deinem Gegenüber wird sich vertiefen, je offener und entgegenkommender und flexibler du auch bist. Dein Gegenüber wünscht sich auch Sicherheit und Stabilität mit dir gemeinsam und möchte, dass die Beziehung positiv verläuft. Wenn du Single bist, vergeben und lernen bedeutet auch, dir selber zu vergeben und zu lernen, wie du Liebe vielleicht in Zukunft oder im November jetzt angehen kannst. Also, mein lieber Skorpion, das sieht sehr gut aus. Ich hoffe, du kannst da möglichst viel mit anfangen. Es hilft dir auf die richtige Spur, es ist die richtige Fährte. Es ist in deiner Situation hilfreich und kann dir das ein oder andere leichter machen, verständlicher machen. Wenn ich jetzt so sage, merke rückläufig und so und die Dinge wirklich vertiefen. Und das würde mich sehr freuen. Lass es mich wissen, wenn du magst. Ich würde mich freuen. Und dann, auch wenn es dir dann hilfreich war, würde ich mich natürlich über ein Däumchen hoch freuen. Aber wichtiger ist, dass es einen Nutzen für dich hat. Also, mein lieber Skorpion, ich wünsche dir eine schöne, liebevolle Zeit. Und ja, vergeben und lernen. Bis bald. Tschüss.